So, hallihallo, zur Pilates-Stunde, Mauer-Pilates plus Stretchen. Power-Pilates heißt, also wir werden jetzt nicht, es ist kein Hip-Pilates, wir werden jetzt nicht springen, sondern es ist halt einfach Übungen, die ein bisschen anstrengender sind und ja. Aber es ist halt viel mehr Stretchen dabei. Ich werde fast nach jeder Übung ein bisschen Stretchübung dazu nehmen. Genau. So. Paar sind schon mal da. Sehr gut. Dann legen wir los. Es ist schon eigentlich 18 Uhr. Dann rede ich nicht zu viel, sondern wir fangen gleich an. Okay, hüftbreiter Stand. Draußen ist schon so schön hell, so schön. Atmet ein. Und aus. Kommt an. Konzentriert euch auf die Stunde, konzentriert euch auf dich selber. Wir gießen jetzt für eine knappe Stunde alles. Konzentriert dich nur auf dich, auf deine Übungen. Einmal noch. Atme nach oben ein. Und aus. Nimm deine Arme nach oben in die Schulterhöhe. Schulter zieh nach unten tief, verlängere dich. Kopfscheitel zieh nach oben und fange an, aus der Schulter nach hinten zu kreisen. Nach vorne. Zwei noch. Drei. Oh, einmal noch. Jetzt fange ich auch nach oben zu zählen. Dann schieb Arme nach vorne und nach hinten. Hinten leicht Schulterblätter zusammenziehen. Leicht Schulterblätter zusammenziehen. Schnell umschalten, wenn es nicht von alleine umschaltet. Einfach Arme nach hinten schön ziehen, Schulterblätter zusammenziehen. Aktiv mit Schulterblätter arbeiten. Zwei noch, einmal noch. Lass deine Arme vorne, schieb deinen Arm nach hinten in Wechsel. Und dann komm auf die Fußspitzen nach oben hoch. Beide Arme nach oben und auf die Fußspitze hoch. Die letzten vier, drei, zwei, einmal noch, zieh nach oben hoch, bleibe oben, Schulter nach unten aktiv mitziehen, okay, Fersen bleiben oben, du gehst nach unten leicht tief und wieder nach oben hoch, leicht tief wieder hoch, so, danke für Daumen, dann weiß ich, dass alles gut ist. Weil wenn es live ist, dann kann man nie irgendwie wissen, ist alles okay, ist das Ton in Ordnung, hört es mich gut, hört es mich schlecht, ist immer so schlecht einzuschätzen. Vier, drei, danke, zwei, dann weiß ich, dass alles gut ist. Und bleibt unten, vier sind oben. Schieb Arme nach unten, nach oben, nach unten, nach oben. Sehr schön. Ich bin nicht alleine. So fühle ich mich ein bisschen mit euch irgendwie in Kontakt. Dann fühle ich nicht so mich alleine und einsam. Zwei noch.
einmal noch und Fersen nach unten absetzen, Wirbelsäule runden, strecken. Strecken. Einmal noch. Kommen wieder nach oben hoch. Fingerspitzen ineinander ziehen. Gut. Zieh nach oben. Dann schau, dass deine Handflächen nach vorne schauen. Zieh dann nach oben und leicht nach hinten neigen. Also so leicht nach hinten. Ohne sowas zu machen, sondern ganz leicht nach hinten, sodass du hier noch richtig Spannung hast. Und dann ziehst nach unten, zieh. Fingerspitzen wieder zusammen, ineinander schieben. Nach vorne und leicht nach hinten wieder. Das ist eine Gewohnte, das haben wir schon so oft gemacht. Und jetzt werden wir die ganze Zeit Arme geschlossen halten. Also Fingerspitzen bleiben zu. Und mach so eine Welle. Dreh auch ein bisschen mit. Also Handflächen schauen nach oben, nach innen. So dass du den leichten Schwung schon mal kommst. Federe ganz leicht, ganz fein, nach unten mit, Fersen spüren. Vier, drei, zwei, einmal noch und dann bleibe oben, nach hinten neigen, hier bleiben. Atme tief ein und aus. Nach hinten leicht neigen. Spannung im Bauch halten. Zwei. Einmal noch. Gut. Arme öffnen, Beine zur Seite öffnen. Fußspitzen zeigen zur Seite. Nach unten zieht. Umarme einen riesengroßen Ball. Komm nach oben hoch. Runde, wenn du deine Arme nach vorne ziehst, wenn du deinen imaginären Ball umarmst. Vier noch. Drei, zwei, einmal noch, sehr gut. Fußspitzen zeigen nach vorne, Arme bleiben in der Streckung, zieh nach unten, zieh und wieder hoch. In die Tischposition und Tischposition heißt, der Rücken ist gerade. Fingerspitzen Richtung Fersen schon mal ziehen und schau, dass dein Rücken gerade bleibt. Und die Fingerspitzen, wenn es nicht geht, Richtung Fuß, dann soweit es geht. Wichtig ist hier jetzt gerade Rücken, also nicht so nach unten, sondern richtig schön gerade. Knie sind nur ganz leicht in der Beugung. Vier. Drei, zwei, einmal noch, bleibe oben, Fingerspitzen ineinander ziehen, Fußspitzen schauen mehr zur Seite, leichte Beugung im Knie und wir fangen an jetzt zu rollen, erstmal von einer Seite, dann auf die andere Seite, die Seite wechseln. Und wenn du wieder nach oben, von unten nach oben ziehst, versuche
richtig schön seitlich nach oben hochzuziehen. Von der Seite nach oben. Das ist ganz anders, wenn du so einfach von vorne nach oben kommst oder von der Seite nach oben. Da ist auch die seitliche Flanke, die dehnt sich richtig mit und die seitliche Bauchmuskulatur arbeitet mehr. Und Spannung im kompletten Chor ist natürlich auch mehr angespannt. Body Roll ist eine tolle Aufwärmung. So, wir machen letzte Runde. Arme zur Seite. Und jetzt langsam wieder in Tischposition nach unten. Versuche deine Sprunggelenke zu halten und wieder nach oben hoch. Wir bereiten uns wieder vor und dann gehen wir ein bisschen mehr in die Dehnung. Zwei noch. Einmal noch. Und dann bleiben wir unten. Dann Fingerspitzen hinter deine Ferse abstellen und Kopfscheitel versuche jetzt nach unten zu ziehen, sodass Kopfscheitel richtig schön zum Boden zeigt. Bleibe kurz hier. Knie sind ganz leicht in der Beugung. Und jetzt fange an, weiter mit Fingerspitzen nach hinten zu krabbeln. Dann bleibst du wieder, halte, Kopfscheitel zeigt nach unten. Zwei noch, einmal noch, sehr gut. Handflächen in der Mitte platzieren, beuge deine Beine, komm wieder in die Streckung, komm in die Beugung. Und in die Streckung. Zwei noch. Einmal noch. Dann bleibe unten. Handfläche schließen und den Knie drücken. Und die Knie ziehst du nach innen, also mit den Armen, mit den Ellbogen schickst du Beine weg und mit dem Knie versuchst du Beine zu schließen, sodass du dagegen Gegendruck hast. Dann geh mit dem Becken ein bisschen tiefer nach unten, sodass du Rücken ein bisschen mehr in die gerade Position ziehst. Hier arbeiten wir jetzt die innere Beinmuskeln. So richtig schön angenehm, gell? Vor allem, wenn man das noch richtig mit Spannung macht, ist es ganz, gar nicht so leicht. Zwei, einmal noch, Fingerspitzen absetzen, Beine strecken. Oh, jetzt. Und langsam nach oben hoch. Gut, dann pushen wir nach unten. Aber ein bisschen dynamischer. Und dann versuchst du mit den Armen so richtig schön nach hinten zu ziehen, dass deine Brustmuskulatur ein bisschen in die Dehnung kommt. So. Und das wird jetzt das Einzige, wo wir ein bisschen springen. Du musst nicht springen. Es ist nur ein bisschen ankurbeln. Einmal noch.
Okay, sehr gut. Kannst auslockern. Okay. Arme schiebst du vor. Beine ganz schön öffnen. Zieh nach unten. Du siehst wieder nach hinten. Auf die linke Seite verteile das Gewicht. Komm nach oben hoch. Gewicht nicht nach vorne, sondern mehr nach hinten ziehen. Wir nehmen jetzt noch Twist mit. Arme zur Seite öffnen und in den Twist kommen. 4, 3, 2. Einmal noch und jetzt nur nach unten ziehen. Vier, drei, zwei, wir bleiben oben mit dem Bein. Bleib in den Twist und jetzt dreh dich zu mir in den Twist. Bein bleibt schön oben. Du atmest in der Mitte ein, zur Seite atmest aus. Die Fingerspitzen schauen jetzt leicht nach vorne. Du hast einen riesen Mal in deinen Händen. Schulter bleiben schön unten. 4, 3, 2. Dann bleibst du in den Twist. Halte. 2. Einmal noch wieder zu mir drehen. Und jetzt nach unten fallen. Fingerspitze Richtung Fußspitzen ziehen. Komm wieder nach oben. Ups, nach oben hoch. Die letzten 4, 3, 2. Einmal noch, wir bleiben unten. Handfläche auf Fußrücken ablegen oder auf den Boden oder halte dich an dem Sprunggelenk. Zieh dein oberen Arm mehr nach oben. Dreh dein Schultergürtel mit nach oben. Arm darfst du ruhig ein bisschen weiter nach hinten ziehen. Blick nach oben zur Decke. 4, 3, 2. Einmal noch. Langsam Arm nach unten senken. Langsam nach oben hochrollen. Sehr gut. Wir bleiben bei dieser Seite. Wir schieben jetzt unser Bein nach hinten. Tief, tief. Unterarme legen wir aufeinander. Und wenn du nach unten ziehst, dann dreh dich ein bisschen mit zur Seite. Also ein Ellbogen schaut nach unten, ein schaut nach oben. Das rechte Ellbogen ziehst du nach unten. Linke geht nach oben. Die letzten 4, 3, 2. Wir bleiben in dem kurzen Ausfallschritt. Jetzt tiefer nach unten, öffne deine Arme. Der linke Arm schaut nach oben, das rechte nach unten und fängst an zu pushen. Federn. Kleine Federn, die Bewegungen ausführen. Knie nach innen. Und wenn es geht, dann versuchst du noch einen Blick nach oben zu richten.
3, 2, einmal noch. Jetzt auf die Federn. Obere Arm nach unten senken. Beide Beine in die Streckung ziehen. Bleibe hier. Kinn Richtung Brustbein ziehen. Und langsam nach oben hochrollen. Sehr gut. Wir beginnen jetzt wieder mit der anderen Seite. Also nach oben hoch, tief, hoch, tief. So, du denkst wieder an deine Ferse. Monika hat so gedient. Hallo Monika. Ferse. Spüren, Gewicht nach hinten verlagern. Zeig mal von der Seite, also richtig schön nach hinten, nicht so nach vorne, nach hinten. Okay. So, wir fangen an zu drehen, zu twisten oben. So, die letzten 4, 3, danke. So, wir bleiben hier oben, nicht mehr nach unten, wir tippen nur oben. Letzten 4, dann bleibt unser Bein dann oben. 2. Einmal noch. Bleib oben. Atme ein. Atme aus. Deine Fingerspitzen schauen nach vorne. Balance halten. Kopfscheitel zieh nach oben. Schulter zieh. Schön aufrechte Haltung beibehalten. Einmal noch. Und dann versuchst du in dem Twist zu bleiben. Bein höher ziehen. Vier, drei, zwei, einmal noch. Dreh dich zu mir, setze ab. Sehr gut. Gut. Dann drehst du zu deiner Matte, du schaust zu deiner Matte nach vorne. So, wir fangen mal jetzt mit dem Bein, das zu mir zeigt. Du ziehst nach vorne, kommst in den Ausfallschritt. Du schaust wieder, dass deine Knie nicht über die Fußspitze rausschaut. Du bleibst so aufrecht. Und dann nach hinten ziehen. Wieder vor. Bleiben wir erstmal kurz hier. Frischen. Müssen wir ein bisschen nach vorne ziehen, weil wir danach noch in die Planke rübergehen. Also wir bleiben die ganze Zeit bei diesem Bein. Du bleibst jetzt hinten mit deinem Bein. Ausfallschritt. Fingerspitzen auf den Boden. Vordere Bein jetzt nach hinten ziehen. Das Bein, das zu mir zeigt, wieder vor. Das andere Bein wieder nach vorne und tief. Kniebeuge nach vorne, nach hinten. Okay, das machen wir ein bisschen zügiger. Thank you.
normal, ist ja nichts dabei. Was nichts Kompliziertes. Sauber ausführen. So, dann bleibst du oben und das gleiche machst du mit dem anderen Bein. Zieh. Erstmal ohne Flanke. Hier immer spüren, damit du dein Knie nicht über die Fußspitze rausschiebst. Beim nächsten Mal bleiben wir dann hinten, kombinieren das mit der Planke. Und schauen, dass du auch in die Hocke wieder zurückkommst, okay? Ups, nehme ich Mathe auch noch mit. Schön von der Planke in die Hocke. Das ist nur, damit wir unser Puls ein bisschen nach oben ziehen. So, letztes Mal noch. Dann bleibe in der Planke, komm in die V, die Planke, V, Planke und Planke. 3, 2, einmal noch, bleib in der V, beuge deine Knie, strecke, beuge, strecke. Schultergürtel nach unten Richtung Boden ziehen. Einmal noch. Sehr gut. Knie auf den Boden absetzen. Wir machen jetzt Liegestütze und Beinheben. Also, du kannst, wir fangen lieber alle an mit dem Knie auf dem Boden und danach zum Schluss versuchen wir ohne Knie. Ist ja Power Pilates, wir müssen ein bisschen Power reinbringen. Okay, so, wir gehen nach unten tief und jetzt nimmst du dein Bein, das zu mir zeigt, schiebst nach oben hoch und kommst von unten nach oben mit, schon mit gehobenem Bein. Okay, dann wieder tief. Und unten schon mein Bein anheben und Bein ist oben, dann kommst du nach oben hoch, gell? Okay, los geht's. So, letzte Runde. Kurzen Fersensitz. Und dann probieren wir ohne Knie. Okay, wieder tief.
Knie vom Boden nehmen. Du gehst nach unten, zieh, Bein anheben, hoch, zieh, hoch. Letzte Runde. Perfekt, super. Hier sitzt aber Gesäß nicht auf den Becken, auf den Fersen absetzen, sondern es bleibt mehr in der Luft. Dafür Arme mehr nach vorne ziehen. Großbein zum Boden ziehen, Stirn ablegen. Bleiben noch hier. 3, 2, einmal noch und dann kommen wir wieder nach oben hoch. Kommen in die Bauchlage. Oh, Akkustand ist niedrig. Scheiße. Muss meinen Computer anschließen. Also ich zeige euch, was ihr macht und dann muss ich anschließen. Okay. Ihr nehmt beide Beine nach oben hoch und zieht. Hoch und zieht. Blick nach unten zum Boden. Schulter weg von dem Boden. Das war noch zu viel. Ich habe gedacht, das reicht mir. Mit Ausatmung schiebst du nach oben. Mit Einatmung nach unten senken. So, die letzten 4, 3, 2, einmal noch. Kurz ablegen, ausruhen. Bei der nächsten Runde, ihr dürft ein bisschen zu mir rüberschauen, dann können wir es gleich weitermachen. Okay, jetzt nach oben hoch, öffne, zieh. Wenn es geht, versuchst du Ellbogen ein bisschen weiter nach hinten zu ziehen, damit du deine Schulterblätter mit zusammenziehst. Blick wieder nach unten zum Boden, es geht los. Die Fußspitzen schauen leicht zur Seite. Und dann, wenn du hinten mit deinen Armen bist, Beine beugen, Fingerspitzen, Waden berühren und wieder zurück. Das gleiche bloß noch Beine beugen. Vier. 3, 2, einmal noch. Wir gehen jetzt in die Dehnung. Wir werden unsere Beine greifen hinten und halten. Bei den fünften zu halten. Los geht's. Arme anheben. 3, 2, einmal noch und jetzt versuche Beine zu greifen, also Sprunggelenk. Gib deinen Oberkörper mehr nach oben, Blick geht trotzdem nach unten, nicht nur nach oben schauen. Hier bleiben und halten. Ah.
kannst noch, wenn es noch zulässt, deine Kraft ein bisschen hin und her schaukeln. Hier. 3, 2, 1. Und absetzen. Sehr gut. Okay. Und jetzt langsam wieder nach oben hoch. Rolle nach oben. Kommen die V. Und mit Spitzen ziehen. Kommen langsam nach oben hoch. Ich habe ja was vergessen. Ist mir jetzt gerade eingefallen, aber eine Seite nicht fertig gemacht. Das geht nicht. Ist euch aufgefallen? Dass wir dann unbalanciert aus der Stunde rausgehen. Hier noch. 3, 2. Wir bleiben unten. Arme öffnen und nach unten federn. Knie nach innen ziehen. Blick nach oben zur Decke, wenn es geht. Wenn nicht, dann einfach nach vorne schauen. 3, 2. Einmal noch. Okay. Und langsam wieder nach oben hoch. So, jetzt können wir das nutzen und ein bisschen trinken. Dann gehen wir gleich wieder nach unten. Wir fangen jetzt mit einer Übung an, da wo komplett der Körper in Ansatz kommt. Es werden Arme trainiert und das ist eine für die Geschmeidigkeit vom Körper und für die flexible Wirbelsäule. Das wollen wir alle. Deswegen liebe ich diese Übung. Die mache ich auch so, wenn es mir danach ist. Atme an. Nach unten abrollen. Die kennt ihr schon. Diejenigen, die bei mir sind, mache ich auch schon hin und wieder. So nach vorne wandern. Planke erreichen. Knie absetzen. Wir machen erstmal leichte Version und dann gehen wir in die fortgeschrittene Version. Also von den Nasenspitze über den Boden ziehen und dann in die Planke hoch. Wieder zurück. Arme so lange wie möglich am Boden lässt oder ganz knapp über den Boden. Wenn einer sagt, es ist mir schon zu viel oder es reicht, bleibst du bei der nächsten Runde auch in dieser Variante. Diejenigen, die mit mir weiterkommen wollen, machen wir jetzt fortgeschrittene Version aus der V-Position. In die V kommen. Unterarme, wichtig am Anfang, Unterarme senken, gleich mit dem Kopf und dann nach vorne gleiten. Wichtig ist, dass du von Cobra wieder mit runden Rücken nach oben kommst. So richtig schön geschmeidige Bewegungen ausführen.
kraftvolle Übung. Aber sehr gut für Geschmeidigkeit vom Körper. Wenn man ständig übt, dann ist es gar nicht dann so schlimm. So, letztes Mal noch. Perfekt. Knie absetzen. Gut. Du nimmst jetzt das Arm, das zu mir zeigt, nach vorne und das Bein, das von mir weg zeigt, also das diagonale Bein, nach oben hoch. Zieh zusammen, Ellbogen und Knie. Öffne, zieh zur Seite. Zieh zusammen, zieh beides zur Seite. Schau, dass dein Rücken gerade bleibt, wenn du zur Seite ziehst. Zwei Runden noch. Letzte Runde. Setze ab. Das gleiche, die andere Seite. Beine und Arme anheben, zusammenziehen. Hier darfst du Wirbelsäule runden. Dann kommst du gleich in die gestreckte Wirbelsäule, um zur Seite zu ziehen. Schau, dass du deinen Oberkörper richtig schön mittig hältst, nicht zur Seite kippen. Bein oben halten. Hier. Zwei. Letztes Mal noch. Und kurz nach hinten. Komm wieder nach oben hoch. Handgelenke unter Schultergelenken platzieren, Knie unter dem Becken. Von hier aus zieh jetzt dein Bauchnabel nach innen und wieder nach außen, nach innen und nach außen. Richtig schön aktiv arbeiten. Du vakuumierst deine Bauchdecke und lässt wieder los. Vakuumieren, locker lassen, vakuumieren, locker lassen. So richtig schön nach innen ziehen. Decken leicht nach vorne kippen. Mit der Ausatmung vakuumieren. Wenn das reicht, bleibt hier. Diejenigen, die mehr wollen, Knie vom Boden anheben, knapp über den Boden halten und das gleiche ausführen. Du ziehst deinen Bauchnabel so richtig schön nach innen. Vakuumiere deine Bauchdecke. Das ist so eine leichte Vakuumübung. Jetzt beim Hocker zieh ein bisschen zusammen, damit Beckenbodenmuskulatur auch in Ansatz kommt. Vier, drei, zwei, einmal noch. Und kurz absetzen. Sehr gut. Das Bein, das zu mir zeigt, schiebst du jetzt nach vorne.
das hintere Knie vom Boden lösen. Das linke Bein Richtung Fuß innen kann. Das rechte Arm schiebst du nach oben hoch und halte hier. Vier, drei, zwei, einmal noch und wieder zurückziehen. Das Bein nach hinten ziehen, kommen in V-Position. Von der V-Position nimmst du das andere Bein nach vorne. Knie kurz absetzen. Schau, dass du dein Arm, das zu mir zu Fußinnenkante ziehst. Knie vom Boden anheben, sodass du mehr Hüftbeugerdehnung kriegst. Und das andere Arm nach oben schieben und kurz halten. Becken tiefer senken. Langsam wieder zurück in die V-Position. Von der V-Position drehst du zur Seite. Ellbogenplanke reichen, Fingerspitzen auf den Hinterkopf platzieren. So. Beine überkreuzen, das obere Bein nach vorne ziehen, sodass sie überkreuzt liegt. Becken anheben. Ellbogen Richtung Handgelenk ziehen, öffnen, Becken senken. Atmung fließen lassen. Einmal noch. Sehr gut. Halte kurz hier in der Planke, in der Ellbogenplanke. Hier. Drei, zwei. Becken absetzen. Das untere Bein nach vorne holen. Gebeugt. Arm das untere Bein jetzt nach oben hochziehen. Über den Kopf zur Seite ziehen, Richtung dein Bein. Und dann drehst du so, dass dein Brustbein Richtung Oberschenkel zeigt und hier bleibt. Atme ein und mit jedem Ausatmen versuchst du tiefer nach unten zu gehen. Einmal noch. Gut, wechsel deine Seite. Ellbogenplanke. Schon wieder so spät. So, das obere Bein nach vorne überkreuzen. Und schon mal ein bisschen nach oben. Ellbogen Richtung Handgelenk ziehen.
final. Letztes Mal. Dann bleibst du in der Planke und halt. Raus aus der Schultergelenk. Becken absetzen. Das untere Bein gebeugt nach vorne ziehen. Das Arm, das unten war, in den Stutz. Über den Kopf zur Seite, dreh dich, sodass dein Brustbein Richtung Oberschenkel zeigt. Und geh tief nach unten. Atme ein mit Ausatmung, tiefer. Atme ein mit Ausatmung, tiefer gehen. Immer so Stück für Stück tiefer und tiefer. Langsam wieder nach oben hoch. Sehr gut. Dann setz dich hin. Wir brauchen hinten ein bisschen Platz zum Abrollen. Atme ein mit Ausatmung, nach unten abrollen. Dann kommst du wieder nach oben, wieder mit Rollbewegung hoch. Atme ein mit Ausatmung, zieh. Beim nächsten Mal bleibst du oben, Arme überkreuzen, auf die Schulter ablegen und nach unten abrollen. Und wieder nach oben. Zwei noch. Dann bleibst du oben. Eine Übung machen wir noch. Wir kombinieren unser Bauch, Muskel und Atmung, damit die Lungen sich besser aktivieren. Wir atmen alle jetzt ziemlich flach mit der Maske. Gut. Also, wir fangen an. Das Bein, das zu mir zeigt, nach unten. Das andere ist gebeugt. Single Leg Stretch. Okay, diese Position erstmal ausführen. Schau, dass deine Schultern nach unten ziehst, Rücken ist gerade. Okay, Arme lösen, Arme schauen nach vorne. Und du kennst ja Übung 100, wo wir nach unten fünfmal pushen und dann umdrehen und wieder pushen, gell? Mit Einatmung und Ausatmung. Hier machen wir jetzt nur nach unten pushen, einmal. Pushe, pushe, du drehst, pushe, 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 pushe. 4, 3, 2, einmal noch, umarmen, bleibe kurz hier. Wir steigern, jetzt werden wir fünfmal nach unten pushen, fünfmal nach oben. Du atmest ein, ganz langsam, auch fünfmal und fünfmal aus, Atmungszüge. Okay? Also, Bein ist oben, das andere ist unten und los geht's. Letztes Mal, dann tauschst du dein Bein. Letztes Mal, Beine zusammenziehen, nach unten abrollen, Arme nach hinten, mit der Ausatmung. Senken, zurück nach oben, Beine beugen, Arme nach hinten ziehen. So, jetzt zeige ich noch mit Atmung.
werden jetzt ein bisschen Atmung länger halten. Wir atmen aus, wenn wir Arme nach oben ziehen und halten unsere Ausatmung. Zug, bis wir wieder Arme nach hinten ziehen in der Einatmung. Durch den Mund atmest du aus. Zwei noch. Einmal noch. Dann zieh nach oben hoch, bleibe hier und dann pushe hoch, Arme, Beine nach oben, wieder zurück. Hoch, Arme, Beine nach oben, wieder zurück. Atme aus, nach oben, mit Einatmung zurück. Drei, zwei, einmal noch, halte oben, Schulterblätter auseinanderziehen, aktiv auseinanderziehen, Kinn Richtung Brustbein. Beine beugen, nach oben hochrollen, Beine auseinanderschieben. Verdammt, jetzt muss ich mal schneller, aber das machen wir noch. Arme nach vorne, zur Seite und dann langsam, als ob du mit den Handflächen auf den Spiegel sitzt, hin und hier auf der Scheibe, auf der Glasscheibe hin und her ziehst. Bleibe. Beine zusammen. Schulter tief. Atme ein. Und aus. Atme ein. Und aus. Nimm deine Arme nach oben hoch. Atme ein. Und aus. Atme ein. Aus. Atme ein, aus, letztes Mal. Ja. Gut, dann sind wir fertig für heute. Wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Dankeschön. Ich hoffe, wir sehen uns bald live wieder. Ich kann schon nicht mehr erwarten. Ich zähle schon die Tage, aber ich weiß nicht wann genau. Gut, dann bis nächstes Mal. Ihr seid so super, dass ihr trotzdem alle so fleißig mitmacht. Das wäre sehr gut, wirklich. Also toll. Also, bis dann. Tschüss.